Der Workers' Memorial Day erinnert uns nicht nur an die Kolleginnen und Kollegen, die durch Arbeit ums Leben gekommen sind, durch Arbeitsunfälle beispielsweise. Es ist auch der Tag, an dem wir über Arbeit und Gesundheit nachdenken müssen. Arbeit darf nicht krank machen, weder körperlich noch seelisch noch psychisch. Denn so erfreulich es ist, dass es immer weniger Menschen gibt, die körperlich krank werden durch die Arbeit, je mehr müssen wir feststellen, dass Menschen auch seelisch Schaden nehmen. Ursache ist eine beschleunigte Arbeitswelt, ist Arbeitsverdichtung, ist Hektik. Und die Frage, was wir tun können, damit Menschen mal durchschnaufen können, ist eine, die volkswirtschaftlich und sozial zu einer großen Frage wird. Was wir tun können, um psychischen Erkrankungen in der Arbeitswelt vorzubeugen. Wir müssen das Thema aus der Tabu-Ecke holen. Wir müssen darüber reden, wir müssen es entstigmatisieren. Ich bin der IG Bau sehr, sehr dankbar, dass mit dem Workers' Memorial Day dieses Thema ins öffentliche Bewusstsein kommt.